Hallo zum Quartett. Heute begrüßen wir ein neues Gesicht, nämlich Florian Völker, den neuen Chefcoach des Erfurter Volley-Teams. Hallo. Hallo. Standardfrage, eingelebt in Erfurt, wie ist es? Ja, die ersten Wochen natürlich immer viele neue Sachen, viele neue Menschen kennenzulernen im neuen Verein. Gab auch den Umzug hier in eine neue Geschäftsstelle, von daher war natürlich erstmal die Arbeit mit der Mannschaft wichtiger und das Kennenlernen aller Leute, die was mit dem Verein zu tun haben. Natürlich auch schon mal in die Innenstadt geschafft und da ein paar Sachen angeschaut, von daher fühle ich mich sehr wohl hier und alles ist bestens. Danke der Nachfrage. Super. Sie kommen aus Offenburg. Das war Ihre letzte Trainerstation, eine sehr erfolgreiche Trainerstation. Zweimal Meister der Region, nein, der zweiten Bundesliga, um Gottes Willen, zweiten Bundesliga Süd. Eigentlich Aufsteiger in die Bundesliga und dann müssen Sie nach Erfurt kommen, um wirklich Bundesliga spielen zu können oder trainieren zu können. Wie das? Ja, also erstmal freue ich mich natürlich, in Erfurt zu sein. Das liegt einfach daran, dass nicht genug finanzielle Mittel aufgebracht werden konnten in Offenburg, um den Weg in die erste Bundesliga zu beschreiten. Und deshalb wird der Verein freiwillig auf das Startrecht in der ersten Bundesliga verzichtet. Genau, und deshalb war und sogar den Weg in die dritte Liga antritt. Ja, das ist das Besondere dabei, weil der Verein entschieden hat, dass die Aufwendungen der letzten Jahre in dem Maßen nicht mehr möglich sind und deshalb war für mich klar, dass ich sozusagen eine neue Herausforderung für mich suche und dann kam das Angebot aus Erfurt und jetzt bin ich hier. Schön. Es ist ein Trend in der ersten Bundesliga, dass viele Vereine aus der zweiten Bundesliga den Weg nicht gehen wollen. Wie kann man das einschätzen, bewerten? Ja, es ist einfach so, dass die Vereine in der ersten Bundesliga in den letzten Jahren sehr viel auch nochmal professioneller geworden sind, die Etats sich deutlich erhöht haben in der ersten Bundesliga und dadurch natürlich auch die Distanz zur zweiten Liga etatmäßig einfach deutlich größer geworden ist und die Zweitligisten natürlich deutlich mehr Geld aufbringen müssen, um diese Lücke dann zu schließen und im Moment schaffen das immer weniger. Auch in Erfurt wurde diskutiert, ob man noch ein Jahr Bundesliga spielen sollte oder nicht. Man hat sich dann dafür entschieden, obwohl es in den Jahren davor ja der Mannschaft nicht so richtig gelungen ist, sich zu behaupten in der Liga. Wie optimistisch sind Sie denn, dass Sie das Blatt wenden werden? Natürlich sehr optimistisch. Ja. Das ist ja die einzige sinnvolle Herangehensweise, dass wir versuchen mit voller Energie uns an diesen sportlichen Klassenerhalt zu versuchen. Ja, und das ist ja auch ganz klar das ausgegebene Ziel für uns, dass wir das dieses Jahr sportlich unbedingt packen wollen. Das Team steht, die Mannschaft. Zwei Fragen dazu. Wie ist sie sportlich einzuordnen? Erstens, zweitens, 12 Spielerinnen, reicht das, um durch die doch terminlich sehr eng getaktete Saison zu kommen? Na, erstmal muss ich ja sagen, dass ich sehr froh bin, dass wir das mit den 12 Spielern überhaupt geschafft haben, weil in den letzten Saisons hier teilweise auch nur 10 oder 11 Spielerinnen unter Vertrag gestanden haben. Das heißt, 12 war jetzt erstmal für mich das Ziel, dass wir das schaffen. Da bin ich sehr froh, dass das geglückt ist. Und wie das einzuschätzen ist, ist natürlich jetzt in der Vorbereitung noch sehr schwierig zu sagen. Ja? Dadurch, dass sich alle Vereine verändert haben, wieder neue Spielerinnen in die Liga gekommen sind, wird man das im Endeffekt erstmal abwarten müssen. Ja, natürlich kann man irgendwie schon davon ausgehen, dass das Kräfteverhältnis ähnlich ist wie im vergangenen Jahr. Alle Teams wollen natürlich es immer besser machen und alle Teams versuchen sich zu verstärken. Wo wir am Ende stehen, das sehen wir spätestens am ersten Spieltag am 9. Oktober in der Reeperbahn. Richtig. Für die Erfurter Zuschauer wird es einige neue Gesichter geben, einige altbekannte. Gab es denn für den Trainer ein, zwei Wunschspielerinnen, wo er gesagt hat, die will ich unbedingt im Team haben? Ja, natürlich. Alles sind Wunschspielerinnen. Ne?
Erstmal ist uns geglückt, die jungen deutschen Talente, die im Kader waren in der letzten Saison, zu behalten. Das war ganz wichtig für uns, weil wir schon auch auf junge deutsche Spielerinnen weiter setzen wollen. Das ist geglückt. Wir haben Cindy Lenz, Sabrina Krause und auch die Eigengewächse Paula Reinisch und Mia Staus, die zurückkommt aus Dresden, konnten wir im Verein halten. Darüber hinaus ist uns geglückt, zwei sehr talentierte Spielerinnen vom Dresdner SC zu uns zu nutzen, die einfach dort wenig Spielpraxis erhalten haben und sich bei uns jetzt beweisen wollen. Und auch die ausländischen Spielerinnen, die unter Vertrag stehen, bei uns sind Spielerinnen, die ich aus meiner Zeit aus Offenburg oder aus meiner sonstigen Karriere als Trainer oder Volleyballer bisher schon persönlich kenne. Das heißt, im Endeffekt sind das alles Spieler, die ich natürlich auch hier haben wollte. Der Verein hat mir da auch auf relativ freie Hand gelassen bei der Kaderzusammenstellung. Von daher bin ich da zufrieden, wie sich das aufstellt. Und am Ende ist uns noch im Endeffekt der Wunschtransfer geglückt von einer ganz erfahrenen Spielerin, der Jenny Petke, die in der neuen Saison genau für uns auf der Mittelblockposition spielen wird und über 30 Länderspiele hat für Deutschland, in der Bundesliga sehr bekannt ist, und von daher haben wir hoffentlich eine gute Balance geschaffen aus jungen, hungrigen Spielerinnen, die sich so richtig beweisen wollen bei uns, aber auch schon ein paar erfahrenen Kräften. Jo, Sie haben es schon angesprochen oder kurz erwähnt, in Erfurt wird sehr geschaut auf eine Neuverpflichtung oder zumindest viele, die länger mit dem Volley-Team zu tun haben. Das ist Mia Staus, die ja ein Eigengewächs ist, zurückgekehrt ist aus Dresden. Welche Rolle wird sie in der Mannschaft spielen? Soll sie spielen? Ja, also eigentlich soll sie die Rolle spielen, dass sie sich hinter unserer ersten Libera, Michelle Petter, in Ruhe entwickeln kann. Man darf nicht vergessen, die Mia ist jetzt gerade 17 Jahre alt geworden im August. Das ist also wirklich noch eine ganz junge Spielerin, die auch gerade auf der Libero-Position noch ein bisschen Zeit braucht. Jetzt hat sich leider in der Vorbereitung hat man eine kleine Hiobsbotschaft. Die Michelle Petter hat sich die Hand gebrochen. Er ist jetzt schon auf dem Weg der Besserung, sieht aber eher nicht so aus, dass sie die ersten Spieltage im Kader stehen kann. Von daher kann es gut sein, dass wir die Mia Staus gleich auf dem Feld sehen, auch am Anfang. Sie haben es wieder angesprochen, waren schneller als ich. Wir wollten fragen, wie sieht denn der Stand aus mit der Verletzung? Also die Operation ist gut verlaufen. Wir sind jetzt ungefähr 14 Tage nach der Operation. Das sieht alles in Ordnung aus. Man kann aber im Moment schwierig abschätzen, ob das wieder reichen wird bis zum ersten Spiel oder nicht. Die Ärzte sind sehr zufrieden, die medizinische Behandlung verläuft gut. Wir sind optimistisch, dass sie nicht zu lange ausfällt. Ja, und trotzdem natürlich werden wir ihr so lange Zeit geben, bis die Ärzte sagen, okay, sie ist wieder voll einsatzfähig. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir wären von Sportnet so eine kleine Fee und wir könnten Ihnen einen Wunsch erfüllen. Welcher wäre das? Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich würde ich mir wünschen, dass alle 12 Spielerinnen möglichst fit durch die Saison kommen. Ja, ich denke, dass das für alle Vereine wahrscheinlich das Wichtigste ist, ja, dass sie einfach häufig mit allen Spielerinnen im Training stehen und auch im Spiel sind. Und wenn es was gäbe, dann würde ich mir das auf jeden Fall wünschen. Denn das würde auch gleichzeitig natürlich unsere Chancen deutlich erhöhen, dass wir einen sportlichen Klassenerhalt schaffen. Super, dann drücken wir Ihnen dafür die Daumen und natürlich auch für den Klassenerhalt und freuen uns auf hoffentlich viele interessante, gutklassige und erfolgreiche Spiele in der Erfurter Ringsporthalle mit Ihnen. Bedanken uns, dass Sie Zeit für uns hatten. Vielen Dank für den Besuch.